Die Berufsfeuerwehr Wuppertal musste heute gegen 16.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Christbusch in Wuppertal-Unterbarmen ausrücken. Ja, durch unbekannte Ursache hat es im Dachgeschoss in einer Wohnung, in einem leerstehenden Gebäude, ist es zu einem Brandereignis gekommen. Das Feuer ist dann in die Dachkonstruktion übergegangen. Bei Eintreffen haben wir erstmal überprüft, ob sich noch Personen in den Räumen aufhalten. Das wurde dann bestätigt, nein. Also wir haben keine Personen angetroffen. Wir haben auch das Brandereignis im Dachgeschoss relativ schnell im Griff bekommen, sodass auch ein Übergreifen auf weitere Dachkonstruktionen und die angrenzende leerstehende Firma Witte denn verhindert werden konnte. Mit wie vielen Einsatzkräften waren Sie denn jetzt hier vor Ort? Von ca. 35 Einsatzkräfte. Das waren jetzt die zwei Löschzüge von der Berufsfeuerwehr und ein Löschgruppenfahrzeug bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das Löschfahrzeug, was oben an der Uni installiert ist, ist hier mit eingesetzt worden. Und wie gesagt, so haben wir es relativ schnell im Griff gehabt, das Feuer.